Brennende Reifen, Barrikaden auf den Straßen und ein Mob, der Parolen brüllend durch Neukölln zieht. Bis die Polizei ihn stoppt. Es ist ein relativ kurzes Aufflammen der Gewalt gestern Abend. Die Polizei deutlich in der Überzahl und relativ schnell Herr der Lage. Aus ihrer Mitte sind vermehrt Straftaten gegen Personen und Sachen begangen worden. Damit befinden sie sich jetzt im Bereich polizeilicher Maßnahmen. Es sind wenige, die immer wieder Straftaten begehen, nach und bei den Demonstrationen für Palästina, so wie gestern. Wenige, die zum Teil seit einem Jahr immer wieder zu Gewalt aufrufen, die Menge anheizen, Polizisten gegen Demonstranten, Journalisten angreifen. Wir würden eben halt so vom mittleren zweistelligen bis hohen zweistelligen Bereich eben halt ausgehen von Redelsführenden bei den Versammlungen. Es ist ein Kern aus Personen, die nicht in sich zusammenhängen, aber immer wieder bei Versammlungen festgestellt werden, die wir mittlerweile kennen, wo wir auch feststellen, dass die Gewaltbereitschaft, nach der auch gefragt wurde, sich ja insbesondere gegen Medienschaffende und gegen Andersdenkende richtet. Auf den Demonstrationen seit Monaten vereint linke und linksextreme Gruppen aller Couleur, Feministinnen, Queeraktivisten, Palästinenser, arabischstämmige Menschen, Islamisten. Sehr viele Muslime, die das beobachten, sind still. Sie halten sich zurück, weil sie wissen, wie schlimm diese Leute sind und wie gewaltbereit sie sind. Und man lebt halt mit diesen Menschen leider eben im selben Bezirk, im selben Haus und ist teilweise sogar gezwungen, so zu tun, als ob man dem nicht widerspricht. Sich gegen die Hamas, gegen die Hisbollah zu stellen, sich vielleicht sogar für Juden einzusetzen, sei gefährlich, auch hier in der Stadt. Die, denen es um Frieden geht, um alle Opfer, hört man kaum. Weil die radikalen Stimmen den Ton angeben. Die Menschen, die Israel das Existenzrecht absprechen, Raketen auf Tel Aviv feiern. Die, die den Tod von mehr als 1000 Menschen vor einem Jahr als Widerstand, als Aufstand verstehen. Und auch hier die Konfrontation mit der Polizei, mit dem Staat suchen.